So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Kaltheim Set Booster. Gedruckt in Japan. Ja, immer noch. Dadurch hat das diesen wunderschönen Strip hier zum Runterziehen, mit dem ich super schlecht bin und bei dem ich alle Karten kaputt mache und mit dem ich das Ding nie aufkriege, wie ihr gerade seht. Und einfach ungeil. Ungeil. Warum? Warum, warum, warum? Gucken wir uns mal an. Kaltheim ist, glaube ich, so das unbeliebteste Set nach Kamigawa gefühlt. Und ich weiß nicht warum, ich mag das Set. Wir haben erstmal ein wunderschönes Artwork. Das ist echt ein wunderschönes Artwork. Sulfurous Maya. Snowland. Womp Mountain. Kommt gedacht, das Spiel. Hammer. Starnheim Corsia. 3 Mana 2-2 fliegend. Artefakte und Verzauberungsspells, die wir kontrollieren. Die wir casten. Kostet 1 Mana weniger zum Casten. Stalwart Valkyrie, 4 Mana 3-2, wir können 2 Mana bezahlen und eine Karte von unserem Friedhof exilen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Das sind 2 Mana 3-2 Flieger. Hammer. Wird nicht gespielt. Battlefield Raptor, 1 Mana 1-2 fliegend Erstschlag. Invoke the Divine, 3 Mana Instant, wir zerstören Artefakte oder Verzauberung, kriegen 4 Leben. Mhm. Fungalus Longboat, 2 Mana 3-3 Wachsamkeit mit Crew 1. Sehr cool. Ich mag es, dass sie Boote wiedergebracht haben. Berserk Schildmate. Sehr viel Weiß in diesem Set-Booster. Wie gesagt, die Set-Booster sind ja gethemed und ich fand, in Kaltheim waren die unglaublich gut gethemed. Hier ist halt alles Weiß oder Ausrüstung bisher. Sehr, sehr cool. Die Schildmate hat 2 Mana 2-1. Wenn sie stirbt, kriegen wir einen 1-1 weißen Human Warrior. Und dann muss es natürlich, nachdem ich es gerade gelobt habe, das Ding versauen. Giant Amulet. Ein blaues Mana, wenn es ins Spielfeld kommt, können wir 4 Mana bezahlen, dann kriegen wir einen 4-4 Giant Wizard Token, der daran ausgerüstet ist, also praktisch eine Living Weapon. Und die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 0 plus 1 und hat, solange diese Kreatur enttappt ist, hat sie Hexproof. Ojutai, Ojutai. Search for Glory ist unsere Rare, nice. 3 Mana Snow Sorcery, wir durchsuchen unser Deck nach Snow Permanent, einer legendären Karte oder einer Saga-Karte. Zeigen die offen vor, nehmen sie auf die Hand und dann für jeden Snowman, was sie ausgegeben haben, kriegen wir ein Leben. Wird auch im Commander viel zu wenig gesucht. Das ist ein Tutor für jeden Planeswalker, für Legendary Creatures, für Legendary Länder. Wird viel zu wenig gespielt, Heilige. Und wir haben eine zweite Rare, oha. Sigrid God Favored. 3 Mana 2-2 Flash First Strike Schutz vor Gott, für Gott-Kreaturen. Nice. Und wenn sie ins Spielfeld kommen, exilen wir eine angreifende oder blockende Kreatur, bis sie das Spiel verlässt. Sehr cool. Wir haben eine vierte Rare. What the fuck? Valkyr Harbringer. 6 Mana, 4-5, fliegend Lifelink. Zum Beginn des Endsteps, wenn wir 4 oder mehr Leben gekriegt haben, kriegen wir einen 4-4 Engel mit fliegend Wachsamkeit. 4 Rares. Wir können jetzt sogar noch eine fünfte Rare bekommen, wenn das hier eine voll... What the fuck? Showdown of the Skulls. 4 Mana, Saga... Exilieren die Top 4 Karten unseres Decks und bis zum Ende des Zuges können wir die casten. Und beim zweiten und dritten Saga, immer wenn wir einen Zauber casten, dann kriegen wir eine plus 1 plus 1 Marke auf eine Kreatur. Sehr, sehr cooles Teil. Und jetzt können wir sogar noch eine fünfte Rare bekommen, wenn wir eine Listkarte haben. Nee, wir haben Strictly Better, ein Minigame. Ich habe die Minigames mal durchgegangen in Videos. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr bei mir am Channel mal gucken. Die bin ich durchgegangen. Ja, geil. 4 fucking Rares in einem Booster. Uff. Uff, nice. Und alle von Weiß. Ah, ich mag die Farbe. Ich mag Kaltheim. Ich kann nicht verstehen, warum Leute Kaltheim nicht mögen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Flexit. Ciao, ciao.